Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Episode Into the Shadowlands. Noch immer befinde ich mich in Maldraxxus und mache die Kampagne der Necrolords, bin auf der Suche nach der dritten Rune des Schwerts des Primus. Und ob ich die finde, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Doch bevor es gleich losgeht, denkt dran, Kanal abonnieren und Glocke drücken, nur so seid ihr immer auf dem Laufenden, was meine neuesten Videos angeht. Und jetzt viel Spaß! Da kam die Seuchenexplosion von meinem Schmuckstück. Sehr nice. Die dann auch noch Schaden macht. Voll geil. Wieso hab ich eigentlich Akku gehabt, Typ? Wie soll der denk hier? So, komm her. Zeig mir meinen Feind! So, überall um dich herum, guck doch nur geradeaus. Nur die Starken überleben. Ja, dann los. Wo will er denn hin? Hä? Was hat er denn von hier hinten gespottet, Alter? Was soll denn das? Ist doch auch scheiße. Läuft doch hier alles nur durch die Gegend. Schön, schön, schön. Den nächsten hier. Los, schließ dich dem Kampf an. Deine Ringe ruhen. Schattenschlag gefolgt von Ausweinen und Feierabend, aber Ausweinen kam ihm gar nicht mehr zu. Den hat's Feuer zerrissen. Nicht wahr? Sehr, sehr gut. Was habt ihr so gemacht? Unvergesslich. Ich dachte, es wären Todesritter und seine Fähigkeit. Das waren irgendwelche Maden, die hier rumgelaufen sind. So, hiervon noch 5 oder so. Machen wir mal ein bisschen Action hier. Schwarzpulver reingekloppt, damit wir sie alle treffen. Jawohl. Splatter und weg. Wunderbar. Gar kein Problem. Wer ist der Typ hier? Sieht schon eher wie so ein Vorarbeiter aus, der zum Quest gehört, aber der hat auch nichts drauf gehabt. Braucht ihr etwas? Ja, du sollst weitermachen, ja, bitte. Jetzt die Tussi noch hier, die da so rumkrepelt. Kämpfen, um zu siegen. Und dann noch eine. Und ich glaube, mit denen müsste ich auch durch sein. Wenn ich den jetzt umgeboxt habe. Maldraxxus würdigt euch. Dankeschön. Ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben, das hier schön zu machen. Unsere Macht ist unerreicht. Zwei noch. Nehmen wir den noch. Nee, der gehört zu uns. Die beiden. Auserkorene Tote. Stellt euch mir! Wunderbar. So, jetzt noch eine hier auf unsere Seite rufen, beziehungsweise wieder in die Schlacht schicken. Können wir die da oben nicht gleich nehmen? Machen wir es mal unsichtbar. Das sieht doch gut aus hier, oder? Du? Bereit zum Zuschlagen. Mögen eure Feinde zerspringen. Nicht.
Perfekt. Dann sollte ich soweit durch sein. Gibt es etwas zu errichten? Ja, machen wir. Zuerst aber aufs Mount. So, dann irgendwo jetzt eine Sprengladung platzieren. Quatsch, jetzt keine Zeit. Soll irgendwo eine Bombe anbringen. Vielleicht da oben irgendwo. Ach, da hinwerfen. Ah, alles klar. So. Ich platziere die Sprengladung. Okay. Nachdem du alles gepult hast. Haltet sie von mir fern. Alles klar. Ja, aber erstmal hier noch kaputt machen, ne? Oh, sehr gut. Super. Das sollte reichlich Schaden anrichten. Da kommen sie. Mal gucken. Vielleicht kann ich mich doch raushalten. Sprengladung ist fertig. Perfekt. Komm. Ja, ja. Ui. Bin doch weit runtergefallen, hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Die andere wahrscheinlich auch hier oben irgendwo, ne? Ja, perfekt. Ja, komm her. Ja, aber jetzt rennt er einfach weg. Der sollte mir lieber helfen hier. So. Alles wieder alleine machen hier. Na, aber hat ja funktioniert. Ich könnte mich ja auch durchstealthen. Das wäre vielleicht ein bisschen einfacher dann. Aber so geht's auch. Hier sind noch ein paar Gegner, den versuche ich auszuweichen, so gut es geht. Und den noch ausweichen. So, und dann hier mal hin zu dem Kollegen. So, hallo. Meine Klingen stehen euch zu Diensten. Okay. Generalin Alva töten. Dann mal los. Ja hier eigentlich irgendwo sein. Riskant, aber hat geklappt. Haben ihn nicht gesehen. Die sollte hier eigentlich irgendwo sein. Generalin Alva, da ist sie ja. Sterblicher, ihr habt keine Chance gegen uns. Sehen wir noch. Los, Leute! Ruf da! So, nochmal betäubt. Sie kriegt 10% mehr Schaden aus allen Quellen. Mäulchen war sie noch nieder. Boah. Scheiße. Dreht die sich einfach um. Spuckt mit ihrer Seuche hier. Und Feierabend. Perfekt. Überhaupt gar kein Problem. Das war's mit Alva.
Maldraxxus würdigt euch. Wir folgen dem Willen des Primus. Gut gekämpft, Mimix. Ich auch, bitte. Das ist unsere Chance, einen Schlag gegen das Haus der Konstrukte zu führen. Ein direkter Angriff wird Germahl kalt erwischen und seine Armee mit einem Schlag vernichten. Na gut. Aber wir brauchen Verstärkung. Quatsch, Verstärkung. Dieser Fremdling ist 100 Soldaten wert. 1000. Geht und holt uns den Sieg. Und das nur mit dem linken Arm. Ja. Also bitte. Heraus mit der Sprache. Was soll ich für euch tun? Wo soll ich jetzt einfallen? Zurück auf euren Posten. Alles klar. Ich hab den Baron gehört. Vorwärts. Dann ab zum Haus der Konstrukte. Machen wir die räudigen Penner fertig. Das sieht schon wieder wie eine Festung aus. Ach du Himmel, wer ist er denn, ey? Scheiße, ey, das ist der Türwächter bestimmt. Da bist du ja. Warum liegen hier so viele Tote rum? Konstrukte, Stellung halten! Unser Sieg ist nah! Gewalt nutzt uns hier nichts. Es sind zu viele. Zeit für eine neue Strategie. Na, dann hol raus. Stellt euch tot. Leichen sammelt sie immer ein für neue Teile. Bin immer kitzlig. Ich sorge für Ablenkung. Nicht, dass sie merken, dass ich noch lebe. Kommt her, Verräter! Das Haus der Konstrukte wird fallen! Ergreift diesen Narren! Zack! Komm, die dicke Rixe auch noch. Oh. Moment. Nevix für seinen Verrat? Was? Ihr seid doch die Verräter. Was die für eine Scheiße labert, die Alte. So, lass mir den Leichenhaufen hier wegschiffen hier. Hier liegen sogar Kyrianer, Mann. Was ist denn hier passiert? Oh, weg von mir hier. So. Halt. Noch bin ich keine Leiche. Ach was, hast du mich erschreckt? Die anderen. Könnt ihr mir helfen, sie zu finden? Kann ich, was ist mit dir passiert, Alter? Hast du die Augen ausgepiekt? Armer Kerl. Seid gegrüßt. Wir müssen die Überlebenden befreien. Na, los, komm. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir hier nicht unbedingt gleich gesehen werden. Hoffentlich geht das auf. Ohne Schlüssel oder was? Was haben sie euch angetan? Geht nicht. Könnt ihr sprechen? Geht nicht auf. Dude, sorry, geht nicht auf, Mann. Oh, muss ich da irgendwas töten hier, wa? Na, na komm. Erstmal gucken, vielleicht die Kugel. Ne, die Kugel befreit bestimmt die hier. Auch nicht. Geht denn hier nix? Was soll denn das? Ein maldraxischer Soldat? Das ist der Feind! Nein. Also kein Plan. Ich boxe jetzt hier einfach mal so einen Typi um. Klang nicht so, als ob der einen Schlüssel dabei hat. Vielleicht der hier. Links. Alles klar. Lauf, das andere rechts. Alles klar. Also diese Fleischviecher oben boxen, diese dicken, und da sind dann Schlüssel drin. Und dann kann man die Käfige aufmachen. So, wo sind wir hier? Flugmeister, perfekt. Falls wir schnell zurück wollen nachher. So, jetzt noch die anderen befreien.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jedes Mal einen neuen Schlüssel brauche. Klingt dann so, ja. Schade. Hippokos, was haben Sie euch angetan? So, der ist auch frei. Die haben nicht so viel drauf, das geht eigentlich. Können wir gleich in den noch rein. Oder nehmen wir den. Okay, jetzt versuchen wir nochmal mit dem Schlüssel diese Kugel hier aufzumachen. Geht. Und mit dem anderen Schlüssel befreien wir ihn. Der Archon sei Dank. Dafür werden diese Monster bezahlen. Gib alles. So. Gut. Ihr seid unversehrt. Ja. Ich sichere draußen meine Stellung. Mach das mal. Ich höre. Auf dass die Verantwortlichen müssen für diese Schrecken büßen. Da gebe ich dir recht, bin voll deiner Meinung. Aber wenn du diesen Doktor tot sehen willst, musst du auch ein bisschen was dafür tun, weil... Ne? Das nächste Mal spottest du mir die Viecher wieder ab. So. Das da sieht aus wie ein Schwert. Das man einsammeln kann. Komm! Komm mit! Abkürzung hier. Zack. Aber die Pike hier einsammeln? Schleichen uns hier geschwind an diesen Sacknasen vorbei. Vorsicht! Nicht, dass die sehen. Jetzt gar keinen Bock drauf. Okay. Hier könnten wir fast richtig sein. Der Tabulator zählt Leichen wie Münzen. Ja, dann kann er sich ja gleich mit dazu zählen. Was ist das denn für ein Viech da hinten, Mensch? Leute. So. Noch eine Leiche zum Einsammeln. Nein. Schattentanz, Schattenschlag, das gekickt. Komm. Unterbrochen, einen Nierenhieb. Wieder rein in den Vogel. Jetzt müsste aber auch langsam Ende sein. Muss ich da mal rausgehen? Meine Teile müssen gezählt werden. Ja, zähl die selber. Verfluchter Köter wieder, hat mich wieder gesehen. Gleich mal das Fell abziehen hier. Na komm, rauf hier. Scheiße, an dem Köter weg. Der sieht uns doch wieder, oder? Komm, wir schleichen uns vorbei. Wir müssen da in diesen Tempel rein. Was hat Dudu schon drin, ne? Sie experimentieren mit uns. Das war knapp. Aber wir haben ihn noch gekriegt, den Kill. Weiter geht's. Nicht lang zögern. Müssen noch einen dritten Kill machen. Diese Magie. Was machen Sie mit meinen Geschwistern? Na, wahrscheinlich Anima abzapfen, ne? Könnte ich mir vorstellen. Genau, zu dem beamen wir uns auch noch hoch. Guck mal, wie er ihn wegträgt hier, ne? Das
ist vergeben. Es ist vollbracht. Ich muss zu den anderen. Ja, mach mal. Ich schwing mich derweil mal aufs Mount. Und folge dann. Hoffentlich überlebe ich diesen Run hier. Ziemlich viele Gegner hier. Hopp. Ach, folgt mir nur der Köter, dann geht's ja. Dann ist ja nicht so schlimm. Euer Aufstieg endet hier. Mensch, lasst mich in Ruhe, Leute, ehrlich. Wäh. Hilfe. So nicht. Nicht mit mir. Verflucht, das sind überall Gegner. Und du? Was machst denn du da? Oh, ehrlich. Ich wette, ich bin schon viel zu weit gelaufen. Macht aber nichts. Wir machen ja eh einen mega Trick hier. Zack. So. Verschwinden und das war's. Perfekt. Dann müssen wir mal kurz hier lang schlichen. Uns auf die andere Seite begeben. Ja, jetzt kommt eine Sache näher, glaube ich. Hier sieht's gut aus. Hier sind die Befreiten. All diese Gräuel. Ja. Wie sollen wir euch vertrauen? Hallo? Vertraut mir oder auch nicht. Dafür stehen die Maldraxin nicht. Stimmt. Stehen zum Kämpfen da. Bleibt standhaft. Aber sicher doch. Das ist Fleischners Handschrift. Schafft eine Ablenkung, während ich ihn aufspüre. Sind alle Maldraxi so blutrünstig? Ja, die meisten. So. Also, ich muss ein paar Teile einsammeln. Willst du mir nochmal helfen hier, oder? Wir kämpfen Seite an Seite. Das klingt doch nach einem Plan. Gib die Hoffnung nicht auf. So. Gut, hier können wir schon mal den Karren einsammeln. Da könnt ihr gleich ein paar eurer Freunde auf. Vielleicht könnt ihr einen dieser Prätoren reparieren. Auf den Barren legen, genau. Was macht denn der jetzt? Und? Heile? Hä? Gut. Dann muss ich wohl mehr Teile sammeln. Oh, hier, guck mal hier. Den nehmen wir gleich mal. Komm hier, rauf an den Karren. Sehr gut. Jetzt müssen wir so aufgespießte Engel hier einsammeln. Unglaublich. Komm mit hier. Hier liegt noch einer. Hopp. Raufgekloppt. Tja, Köter. Der hätte mich eh gesehen, also kann ich ihn auch gleich platt machen. So, und dann gleich noch schön das Fell abziehen. Kann man später vielleicht noch gebrauchen. Schwer. Ja, Ruhe jetzt. Nicht loslassen, Kuh. Da ist noch... Der heißt Kuh. Voll gut. Voll gut. Uff. Uff. So, wie muss ich eigentlich... Das war's. Alles klar. Jetzt... Irgendwie Leichenteile. Irgendwas muss ich auch noch sammeln. War da nicht was? Wir müssen mal sehen. Ich muss hier irgendwie... Warum bin ich jetzt sichtbar geworden? Was ist da los? Irgendwie so Ärmchen hier, genau. Euch mal hier raustupfen, ne? Kann ich das auch mit mehreren machen, um Zeit zu sparen? Anscheinend nicht. Gut, der hat nicht viel ausgehalten, ne? Aber das Ding ist halt, wenn der hier rumkommt, der Große, und mich erwischt, ne? Der klatscht mich aus den Latschen.
Da kennt er nichts. Schön explodiert, mein Schmuckstück. Sorgt für eine Leichenexplosion. Kann ich das ja schon benutzen? Jawohl. Eingesammelt. Lass ihn da mal ruhig rumgehen. Holen dieses Ärmchen hier raus. Jetzt habe ich zwei. Wieso das denn? Naja, von mir aus. Vielleicht sind es ja drei gleich. Sieht eigentlich ganz gut aus, wenn der Dude so ein paar rausholt. Und wer die mit Platz machen, dann hat sie das auch erledigt. Wunderbar. Wie viel brauche ich denn noch? Hab's fertig. Jetzt brauche ich nur noch diese Viecher hier töten. Zumindest ein paar davon. Nehmen wir den Dicken hier. Der steht so drölfdämlich in der Gegend rum. Feierabend. Perfekt. Jetzt können wir abgeben. Beziehungsweise... Ach, genau, hier. Hier sind sie ja schon. Sehr gut. Herkommen. Hab Dank. Sie hatten Besseres verdient als das. Ja. Wir müssen durch all solche abscheuliche Grausamkeit. Maldraxus würdigt euch. Wir müssen dadurch. Dadurch? Alles. Also ich würde sagen, das durch die Barriere, das machen wir beim nächsten Mal. Vergesst nicht, schaut euch auch meine anderen Videos an. Ihr findet sie unter diesem Video in den Playlists, natürlich auch links und rechts, habe ich es euch verlinkt. Und denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke drücken, nur so bleibt ihr auf dem Laufenden, was meine neuesten Videos angeht. Und dann würde ich sagen, ich bin raus, gehabt euch wohl, tschüss.